Ist das Motorola Edge 30 Pro wirklich so gut, wie Kilian sagt, oder lügen große Technik-YouTuber? In diesem Video möchte ich euch meinen Eindruck vom Motorola Edge 30 Pro einmal präsentieren und schauen, gibt es Parallelen zu dem, was der größte deutsche Technik-YouTuber sagt, oder ist alles nur gekauft? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Mein Name ist Oliver. Willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr könnt es unschwer erkennen, wir sprechen heute über das Motorola Edge 30 Pro. Und als Kilian es in seinem Video vorgestellt hat, dachte ich, das klingt extrem gut. Und Wunder, oh Wunder, hat mir Motorola dieses Gerät zur Verfügung gestellt und ich hatte jetzt genug Zeit, das Ganze für mich einmal zu testen. Und deshalb möchte ich eure Frage beantworten, sind YouTuber eigentlich noch real oder sind sie alle nur fake, weil sie nur das sagen, was die Hersteller ihnen an die Hand geben? Übrigens, falls euch solche Videos gefallen, macht es euch leicht, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Kilian hat dieses Smartphone als die unbekannte Google Pixel Alternative in seinem Video beschrieben. Doch hat dieses Smartphone wirklich das Potenzial dazu? Ist es vielleicht noch besser oder gibt es Alternativen, die besser sind als dieses Smartphone? Das finden wir heute gemeinsam raus. Also würde ich sagen, let's go! Gerade einmal 196 Gramm bringt dieses 6,7 Zoll große Smartphone auf die Waage und damit ist es verhältnismäßig echt leicht. Das 6,7 Zoll große OLED-Display liefert eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz. Und Kilian sagt es auch in seinem Video, es gibt Momente, in denen spürt man es wirklich. Vielleicht ist es Einbildung, wer weiß, aber mir ist es definitiv genauso gegangen. Ein kleiner Kritikpunkt, den man hier wirklich liefern könnte, ist, dass man nur eine Full HD Plus Auflösung hat. QHD Plus wäre hier eigentlich angebracht, aber hier muss ich ihm auch zustimmen. Im Alltag, glaube ich, merken das die wenigsten von euch und es saugt am Ende einfach nur Akku und genau das möchten wir nicht. Auch in einem weiteren Punkt bin ich bei ihm, denn die Strahlkraft ist mir beim Display wirklich ein bisschen zu gering. Hier, gerade bei der Sonneneinstrahlung, hätte ich mir einfach mehr Power gewünscht und so erkennt ihr es auch in meinen Aufnahmen, dass es teilweise ein bisschen schwer geworden ist, überhaupt das Display bei Sonneneinstrahlung zu filmen. Nichtsdestotrotz überzeugt mich dieses Display und gerade die 144 Hertz gefallen mir extrem gut. Als Kilian in seinem Video davon gesprochen hat, dass es das erste Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ist, hatte ich es schon wieder fast vergessen, denn ich hatte da irgendwie Realme im Kopf, aber ich habe nochmal schnell nachgeschaut, ja, er hat recht. Und es ist das schnellste, nun ja, das könnte man schon fast in Frage stellen. Ich habe das Modell hier mit 12 GB RAM, meinem internen Speicher von 256 GB bekommen und muss sagen, es läuft extrem flüssig. Kann vielleicht auch ein bisschen an diesen 144 Hertz hängen, dass es dadurch so schön weich rübergekommen ist. Es ist ein gutes Gefühl, der Prozessor arbeitet wirklich gut, genau das, was man erwartet. Und überraschenderweise ist dieses Smartphone nicht heiß geworden. Also hier hat man wirklich die Probleme in den Griff bekommen. Ich muss sagen, Motorola hat das hier wirklich sehr gut gelöst und es macht Spaß, mit diesem Smartphone zu arbeiten. Ein Kritikpunkt, den hat Kilian dann bei der Kamera und ja, da muss ich ihm wirklich zustimmen, denn wir haben zwei 50-Megapixel-Kameras und eine 2-Megapixel-Tiefensensor-Kamera und da muss man sagen, da könnte noch mehr gehen. Ich habe mal ein paar Beispielaufnahmen für euch gemacht und glaube ehrlich gesagt, dass da noch mehr möglich ist. Und vielleicht schlägt man hier dann wiederum die Brücke zu Google bzw. zu den Google Pixel Smartphones, denn auch die waren nicht direkt perfekt. Und genau so glaube ich auch am Motorola, dass sie mit Updates noch mehr aus dieser Kamera herausholen können. Und apropos Kamera, das Design auf der Rückseite gefällt mir ehrlich gesagt. Auch wenn es nicht allzu modern ist, hat es trotzdem etwas und ist vielleicht auch unique. Auch wenn, wie Kilian sagt, die Rückseiten vergangener Motorola-Smartphones echt cooler gewesen sind, da bin ich auch bei ihm, muss man das nehmen, was man bekommt und das gefällt mir hier eigentlich relativ gut. Ihr seid gefragt, wie gefällt euch die Rückseite des Motorola Edge 30 Pro? Seid ihr genauso hyped oder sagt ihr, boah, das ist irgendwie so mehr 2020? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ich bin gespannt, wie euch die Rückseite gefällt. Viel wichtiger schon fast als die Hauptkamera ist dann doch die Frontkamera, denn hier bietet uns Motorola einfach mal eine 60-Megapixel-Kamera und auch die Aufnahmen, die sind wirklich gut, muss ich sagen. Ein bisschen mehr Details, das hätte ich mir auch gewünscht und daran merkt man mal wieder, Megapixel sind nicht alles. Nichtsdestotrotz gefällt mir die Frontkamera schon fast besser als die Hauptkamera und ich glaube, dass da in Zukunft noch mehr auf uns zukommt. Verbaut hat man in diesem Smartphone übrigens einen 4800 mAh Akku, den man mit 68 Watt Kabel gebunden laden kann. 15 Watt kabellos und 5 Watt Reverse Charge haben wir hier auch mit dabei. Und dann,
Ja, bin ich doch ein bisschen begeistert, denn zum einen, man hat das Netzteil mit dazugelegt und das ist ein krasser Vorteil gegenüber den Google Pixel Smartphones und dieses Smartphone lädt schneller als die Google Pixel Smartphones und mit dem 4800 mAh Akku bin ich über den Tag gekommen. Bei mir bedeutet das eine Screen-On-Time von 5,5 Stunden. Ich glaube, dass da noch mal mehr geht, aber hier kommt einfach zum Tragen, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, wir haben eine Full HD Plus Auflösung. Eine QHD Plus Auflösung ist vielleicht noch mal detailschärfer, aber das verbraucht natürlich auch mehr Akkukapazität und damit müssen wir bei Android-Smartphones schon tendenziell ein bisschen haushalten. Alles in allem bin ich zufrieden, was die Akkulaufzeit angeht. Vielleicht können wir hier mit einem kommenden Update nochmal mehr daraus machen. Und apropos Update, dieses Smartphone ist so clean wie kaum ein anderes Smartphone im Android-Bereich. Auch das hat Kilian wiederum gesagt und da stimme ich ihm voll und ganz zu. Dieser Material U Design Faden, der kommt hier auch zum Tragen, genauso wie bei den Google Pixel Smartphones und das ist schön zu sehen. Etwas, wo wir dann doch bei der Meinung auseinandergehen, gefühlt zumindest, ist der Fingerabdrucksensor. Denn Motorola hat ihn hier im Rahmen verbaut und wer mir schon länger folgt, der weiß, wenn ich von einem schwärme, dann ist es der Fingerabdrucksensor im Rahmen. Er arbeitet schneller, zuverlässiger und ist damit für mich viel effizienter als ein Fingerabdrucksensor auf dem Display bzw. unter dem Display, wo ich immer und immer wieder meinen Finger drauflege und irgendwann genervt bin und dann doch wieder meinen PIN eingebe und mir dann schon fast vorkomme wie bei einem iPhone mit einer Maske. Nun ja, schieben wir das auf Seite, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte, ich bin zufrieden mit dem Fingerabdrucksensor. Generell bin ich auch mit der Verarbeitung des Smartphones wirklich zufrieden, auch wenn der Rahmen nicht so hochwertig ist wie die Rückseite, die aus Glas dabei ist. Ich merke, es gibt viel, was mir an diesem Smartphone gefällt. Kritikpunkt könnte am Ende dann wirklich die Kamera sein. Aber schauen wir uns doch mal an, was kann eigentlich die Konkurrenz? Denn dieses Smartphone kostet 799 Euro und ist dafür definitiv eine Überlegung wert. Liegt dann preislich ja dann doch schon eher bei dem Google Pixel 6 Pro und mit dem kann es eigentlich doch auch mithalten. Bringt mich dann wiederum zu der Frage, hat Kilian gelogen? Sind YouTuber gekauft? Stimmt es nicht, was sie sagen? Sagen sie nur das, was die Hersteller möchten? Also mich hat Motorola nicht gekauft. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass Kilian nicht gekauft ist, sondern wir sind uns einig, dieses Smartphone hat sehr viel Potenzial, liefert dafür aber auch schon wirklich ab. Also ich muss sagen, in der Preisklasse bis 800 Euro vergisst man Motorola leider, doch man sollte sie auf dem Schirm haben. Falls ihr übrigens noch mehr Smartphones sucht, die bis 800 Euro für euch in Frage kommen, weil das genauso in etwa ansatzweise euer Budget ist, schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, denn dort habe ich passende Smartphones für euch mit dabei und auch die ein oder andere interessante Alternative. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.